Gnade Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe letztens von einer Frau gehört, die ganz erschüttert und anruft bei der Feuerwehr und sagt, mein Mann, der hat einen neuen Grill ausprobiert. Und der Feuerwehrmann sagt, ach, vielen Dank für die Einladung, ich bin schon satt. Ja, es ist wieder Grillsaison, allmählich kommt der Sommer wieder mit Kraft und die Wärme wieder in unser Land. Und ist es nicht schön, gemeinsam zu grillen? Man stelle sich vor, dass es noch schöner sein könnte, wenn das Grillen am Meer stattfindet, beim Meeresrauschen, am Sand. Ach, ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt schon jemand Hunger kriegt. Also, ist was Schönes. Genau so was Schönes haben die Jünger erlebt mit dem Auferstandenen. Sie sind vom Fischzug zurückgekommen und ja, das war nichts Gescheites in den Netzen drin. Und er sagt von ferne, Kinder, werft noch auf der anderen Seite aus. Und da haben sie ihn noch gar nicht erkannt. Aber sie machen es trotzdem. Und sie fangen wieder richtig viel Fische. Und dann auf einmal fällt es dem Johannes wie Schuppen von den Augen und sagt, das ist doch der Herr. Und der Petrus als Erster schmeißt sich die Kleider über, sprintet praktisch aus dem Boot raus, wartet, geht vorher so schnell wie er kann, rennt er zu Jesus hin und ja, es gibt als Frühstück Toast mit Fisch, Gebratfisch könnte man sagen, Backfisch, genau. Und das ganze Gespräch wird dann enden mit den Worten, dass Jesus sagt, folge mir nach. Das ist dann die zweite Berufung vom Apostel Petrus, folge mir nach. Und zwar sogar dorthin, wo du es eigentlich gar nicht willst, aber um zu bezeugen, wie stark meine Liebe ist, wie stark unsere Liebe ist. Dieser Petrus, den findet man ja in idealer Gestalt schon mal auf irgendwelchen Standbildern, so in Stein gemeißelt. Ich weiß nicht genau, wie man den so abbildet, aber schon so herrschaftlich groß, übermenschlich groß. Also wenn man da drunter steht, muss man schon hochschauen, um hinzugucken. Aber wenn man den so anschaut, den Petrus, das, was wir von ihm so wissen, dann war der kein Übermensch. Dann war der eigentlich auch noch nicht mal ein richtiges Vorbild. Er war kein Superheld des Glaubens. Er war, solange wie Jesus gelebt hat, war er noch nicht mal der Fels. Wie er hieß, Petrus heißt der Fels. Noch nicht mal der Fels war er gewesen. Er war im Grunde genommen ein ganz normaler Mensch. Ein Normalo, so wie du und ich. Also, und wenn wir also, das muss ich jetzt einmal ein für alle mal sagen, ne? Dementsprechend, wenn wir also schon nicht zu Petrus raufschauen sollen, dann bitteschön auch nicht zu mir. Man wird nur enttäuscht, weil man sich was anderes vorstellt. Weil man sich vielleicht seine eigenen Wünsche manchmal in Personen auch reinprojiziert. Aber es war einfach der Simon Johansen aus Kapernaum, kein besonderer Mann. Einzige Besonderheit, die war, er hat ein eigenes Fischerboot besessen und das war schon ein Wertgegenstand damals gewesen. Und damit war er natürlich auch Anführer, war ja Kapitän von dem Schiff und hat dann gesagt, was gemacht wird und was nicht und wie. Und er war, aber das wissen wir auch, ein spontaner Typ, der spontan mal was gemacht hat und initiativ. Er ist also, als Jesus ihn zum ersten Mal gefragt hat, ob er mit Jesus mitgeht, hat er nicht lang gefackelt, hat sein Einkommen, sein Gewerbe, seine Fischerei und auch die Familie hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Tatkräftig war er, energisch, zupackend. Ja. Und jetzt möchte ich am Anfang nochmal schauen, wie es gewesen ist, als er diesen ersten Fischfang hatte mit Jesus. Da kam er nachts vom Fischen und es war erfolglos gewesen. Und er ist ja nun mal Experte. Und dann stellt euch vor, das, was ihr am besten könnt, kommt der Pfarrer zu dir und sagt, nicht rechtsrum, sondern linksrum. Und so sagt Jesus als Laie dem Fachmann, dass er nochmal fischen soll. Und Petrus in dem Moment ist nicht naiv. Er glaubt in dem Fall nicht naiv.
Er sagt es denn Jesus, also wir waren nachts draußen, heißt, das ist die Zeit, wo man fängt und tagsüber kannst du es eigentlich vergessen. Nicht naiv, aber er sagt dann, doch, aber auf dein Wort mache ich es. Und er macht es und er wundert sich, dass so viel Fische zusammenkommen, solch eine Menge Fische. Und als Petrus das sieht und irgendwie im Herzen begreift, da erschrickt er sich. Da ist er wie vom Schrecken getroffen und sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und es ist nicht nur der Schrecken, der ihn getroffen hat, es ist auch ja, das auf sich selber schauen, auf die eigenen Defizite schauen, auf die eigenen Fehler schauen, auf das, was ich falsch gemacht habe vor Gott, ist ihm auf einmal glasklar vor Augen. Er schaut erstmal auf sich. Ja, dieser Petrus, er hat, indem Jesus ihn so genannt hat, einen richtig großen Vertrauensvorschuss bekommen. Jesus hat ihm Vertrauen im Voraus geschenkt für etwas, für einen Menschen, der aus sich heraus doch nicht immer so ganz berechenbar war, wie das denn mit ihm weitergeht. Ein Vorschuss an Vertrauen und so spricht Jesus etwas ins Leben, was noch nicht da ist. Er spricht es ins Leben, dass Petrus ganz wesentlicher, fast schon Eckstein sein wird, der zu gründenden Gemeinde. Ja, aber dafür brauche ich, als Grundstein der Gemeinde brauche ich eine verlässliche Person. Eine Person, die mir treu bleibt, auch dann, wenn es mal eng wird. Eine Person, die mir nur die Treue schwört und sagt, ich bleibe bei dir, ich gehe mit dir durch dick und dünn, egal was kommt. Und dann passiert es. Und die Person schleicht sich. Naja, immerhin. Petrus ist wenigstens noch geschlichen, hinterher, mit sicherem Abstand hinter den Soldaten, die Jesus verhaftet haben. Die anderen, keine Ahnung, die waren irgendwo, ist nicht geschildert. Wenigstens mit ganz viel Sicherheitsabstand war er noch hinterher geschlichen. Bis zum Kohlenfeuer. Ja, und am Kohlenfeuer, was, ich ein Galiläer? Jesus? Nee, Jesus, keine Ahnung, ich bin doch kein Jünger. Dreimal leugnet er. Tut so, als ob er Jesus nicht kennt, dem er eben noch die Treue geschworen hat. Großes Versagen. Großer Missbrauch, Enttäuschung des Vertrauens. Das Vertrauen verspielt. Ja, ich habe die Woche von einem Schulleiter gehört, der es mit seinen Schülern nicht so ganz einfach hatte. Und irgendwann ist auch alles rausgekommen, was sie so wirklich angestellt haben. Und dann hat er gesagt, und ihr dürft nicht mit auf Klassenfahrt fahren. Ich muss erst euer Vertrauen wiedergewinnen. Und ich habe mich dann gefragt, wie macht es eigentlich Jesus? Mit dem Vertrauen. Jesus hat diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Und er hat auch gesagt, wir sollten 7 mal 70 mal 7, also fast schon unendlich viel vergeben. Und das bedeutet nichts anderes als, jedes Mal, wenn ich vergebe, ist das, was geschehen ist, wie als ob es nicht geschehen wäre. Ich halte es dem Menschen nicht mehr vor. Und so macht es Gott mit uns. Er hält uns unsere Fehler nicht ständig vor, sondern er gibt uns bei jedem Fehler immer wieder eine Neuanfangsmöglichkeit. Ja, dieser Petrus, als Jesus gestorben war und er gehört hat, dass der Stein weggerollt war vom leeren Grab, und wieder rennt er einfach los zum leeren Grab. Und ich frage mich, was will er da? Die Frauen haben ihm doch gesagt, dass Jesus eben gerade im Grab nicht mehr ist. Aber er ist einfach losgerannt. Naja, gut, sei es drum, Adrenalin. Aber er ist es auch, dem Jesus als Auferstandener insgesamt dreimal begegnet wird. Und diese eine Stelle, das ist unser Predigttext.
den lese ich uns jetzt vor. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, ab Vers 15. Das ist, nachdem Jesus für seine Jünger gegrillt hat, als auferstanden. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel festgebunden und bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und dann wird jemand anderes dich festbinden. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einst sterben würde und wie er dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen sollte. Dann sagte Jesus zu Petrus: Folge mir nach. Ja, das dritte Mal ist der Auferstandene ihm begegnet. Und diese Frage: Hast du mich lieb? Eine Frage, die durch Herz und Mark gegangen sein muss. Hast du mich lieb? Eine Frage, wo er doch genau weiß, dass er seine Liebe zu Jesus in dem Moment, wo es drauf ankam, nicht gezeigt hat. In dem Moment schwach geworden war und diese Liebe vergessen hat, ihn geleugnet hat, Sünde auf sich geladen hat. Und spannend hier zu sehen, wie Jesus mit dieser Sünde umgeht. Er macht es nicht wie ein Richter, der sagt also: Die Situation war so und so, erstmal objektiv klären, so und so, und dann zusammenfassend kann man sagen, das ist deine Schuld. Er konfrontiert Jesus nicht. Jesus konfrontiert den Petrus nicht mit seiner Schuld. Jesus konfrontiert den Petrus mit der Qualität der Beziehung. Liebst du mich? Und das lässt sich im Deutschen kaum übersetzen oder nur schwer. Das Wort lieb dich, liebst du mich, das sind zwei verschiedene Worte, die dort gesprochen werden. Jesus spricht Agape, also das Agape-Liebe-Wort. Das ist so die, ja, im Neuen Testament die bedingungslose Liebe, die durch dick und dünn geht, die Liebe, die bis ans Kreuz gegangen ist. Diese Liebe. Und dann, Petrus antwortet mit der Liebe Phileo. Also, das ist eher sowas wie mögen, wie man einen Freund mag oder eine Freundin. Das ist ungefähr so der Unterschied, was Petrus da macht. So, als ob meine Frau mich fragen würde, meine Frau würde sagen: Ich liebe dich. Und ich würde antworten: Ich mag dich auch. Eine andere Qualität. Und zweimal fragt Jesus mit dieser Agape-Frage. Und immer wieder dieselbe Antwort. Und beim dritten Mal, da fragt Jesus nicht mehr: Agape, liebst du mich? Sondern er fragt: Magst du mich? Er spürt, dass der Petrus mit dem, was er erlebt hat, das nicht mehr sagen kann. Und er geht runter auf das Niveau, was Petrus sagen kann. Und als er das macht beim dritten Mal, da wird Petrus traurig. Da merkt er wirklich, wie es um ihn aussieht. Und er bleibt dabei. Ich mag dich.
und im Vergleich zum ersten Mal, zum ersten Fischfang, ersten Wunderfischfang, da stand es dem Petrus wie vor Augen, seine Sünde. Und er sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, und ist weggewichen. Aber mittlerweile, und gerade auch durch diese Begegnung, ist er nicht mehr weggewichen von Gott, sondern er ist da geblieben. Und die Liebe hat sich vertieft. Er ist hingegangen. Und er hat gemerkt, er wird hier nicht zuerst mit seiner Schuld konfrontiert, sondern er wird mit dem konfrontiert, was wirklich zählt und was vielleicht rein theoretisch verhindert hätte, dass er weggelaufen wäre mit der Liebe. Aber das ist nicht der Punkt von Jesus. Der Punkt ist nicht, zurückzublicken und das alles aufzuarbeiten, sondern er ist hier da, um zu sagen, ich liebe dich, merkst du das auch? Und ich gebe dir einen neuen Auftrag. Ich erneuere den Auftrag. Ich erneuere den Auftrag, obwohl ich weiß, wie schwach du bist. Obwohl du mich verraten hast, erneuere ich deinen Auftrag. Und das ist das Wunderbare. Egal, wie ich Jesus im Stich gelassen habe, er gibt uns immer wieder einen neuen Anfang. Er hat immer wieder neue Wege für uns. Er hat immer wieder neue Gnade für uns. Und dieses Mal, diesen Auftrag, den wird er nicht mehr ausführen aus seiner eigenen Kraft, aus seiner eigenen Impulsität heraus, sondern er wird diesen Auftrag ausführen aus der Gnade, die er erlebt hat, die er von Christus empfangen hat. Er wird es ausführen aus der Liebesbeziehung, die tiefer geworden ist, und dann letztendlich aus der Kraft des Heiligen Geistes. So soll er Jesus nachfolgen. Folge mir nach. Nachfolgen, das Bild, was da drin steckt, ist ja erstmal so in jemandes Fußstapfen treten. Jemand geht und ich gehe hinterher. Und das ist aber nicht alles. Sondern wenn ich hinterher gehe, dann schaue ich ja auch die Person an, die vor mir geht. Und indem ich die Person anschaue und worauf ich schaue, das prägt mich. Und wenn wir Jesus anschauen, und wenn Petrus also Jesus anschaut, dann wird er von Jesus geprägt und wird ihm ähnlich durch dieses Schauen, aber nicht durch das Herumwühlen in den Fehlern, die ich gemacht habe, sondern im Anschauen wird er ihm auch ähnlicher werden. Das ist Nachfolge, auf Jesus anschauen und durchs Anschauen ihm ähnlicher werden. Selbst diese Gnade, die ich bekommen habe, weitergeben, und die Liebe, die ich bekommen habe, weitergeben, die Barmherzigkeit weitergeben. Und das Gute, ja, ich muss es nochmal sagen, nobody is perfect. Keiner von uns ist perfekt. Und so stehen wir vor Gott, der uns liebt. Und so ist es wichtig, dass das, was wir erfahren haben von der Liebe Gottes, das ist das, was uns trägt. Und das, was uns trägt, das kann auch andere tragen. Und dazu wollen wir Menschen einladen, nachfolgen, Gemeinde bauen, gemeinsam. Darum sind wir hier, es nicht nur für uns zu behalten. Wir leben in Christus, wir sterben in Christus. Und das war das Zeugnis, was Petrus gegeben hat, dass die Liebe Gottes, die er erfahren hat, so stark war, dass er eines Tages dastehen konnte und sagen konnte, ich stehe zu Jesus, egal was die Leute sagen, sogar egal was die Leute mit mir machen, selbst wenn sie mir das Leben nehmen. Mein Leben ist mir nicht mehr so viel wert wie damals bei diesem Kohlefeuer, wo ich dreimal geleugnet habe, weil ich weiß, dass mein Leben unendlich wertvoll ist. Deswegen hänge ich nicht an diesem Leben und kann so Gott für seine Liebe ehren, ihm da danken und ein Zeugnis sein. Das war das, was Jesus ihm mit auf den Weg gegeben hat. Und so freut euch, dass diese Gnade uns stärkt, dass dieser Friede Gottes, der so viel höher ist als also unsere Vernunft, uns bewahrt in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir sehen nun gemeinsam ein Musikvideo, und man kann auch gerne den Text ein bisschen mitsummen oder mitsingen, so wie es geht. Musik.
gemeinsam und soweit möglich stehen wir dazu. Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Danke, dass du mein Hirte bist. Du bist durch das Tal der Todesschatten gewandert. Du hast den Tod besiegt. Du hast Furcht und Verzweiflung geschmeckt, auch Einsamkeit, ja, sogar den Moment der Gottverlassenheit. Und so bringen wir vor dich all die Menschen, die verwundet sind, die flüchten mussten oder die an Krankheiten leiden. Herr Jesus, wir bitten dich für sie, führe sie zum Leben, an den Ort, wo sie sicher sein können. Heile du ihre Wunden und trockne du ihre Tränen. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du hast deine Jünger versorgt mit dem, was sie brauchen. Ja, als Auferstandener sogar mit ihnen gespeist. Hast sie gestärkt. Hast den Hungernden einen Tisch bereitet. Und so bringen wir vor dich alle Menschen, die an Hunger leiden. Schenke du ihnen Versorgung. Wir bitten dich auch, dass in diesem Jahr die Menschen in der Welt insgesamt versorgt werden mit den Grundnahrungsmitteln. Wir bringen vor dich, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wir bitten dich, stärke du sie, lass sie zu Friedensstiftern werden. Wir bitten dich, sende Menschen, die den Mut haben, den Mächtigen in die Speichen zu fallen, um die Kriegstreiber zu stoppen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du bist unser Hirte. Du sprichst zu uns. Und wir bitten dich durch deinen Heiligen Geist, dass wir neu dein Reden wahrnehmen, dass wir hören, wie du sagst, dass du uns liebst, dass du uns trägst, wenn wir schwach geworden sind, denn du bist nah bei uns und behütest uns. Und so lass uns bei dir bleiben, alle Tage dieses Lebens, dass wir dir nachfolgen und zu dir stehen. Und so bitten wir so und beten so, wie du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 100, alle fünf Strophen, aus dem roten Buch, Lied 100. Thank you.
stellen uns unter den Segen Gottes für die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.